Willkommen zu einer neuen Folge von Angeschaut und Ausprobiert und wie gehabt die Spielauswahl am Anfang. Und es wird das Spiel Lost Lands in der Mahjong-Variante. Na dann, schaue ich mal rein, wie sich da die Mahjongs spielen und inwieweit die Mahjong-Variante Abweichung hat gegenüber Lost Lands, das Hidden Object Game. Also ja, gleich werde ich es wissen. So, das Spiel möchte 253 MB auf der Festplatte ablegen und benötigt zum Download 245, also keine große Kompression drin. Also, das Spiel ist installiert und auf geht's. Our story begins long before the first people raised their towns and cities. In times when the world was full of miracles. Nestled among the mountains, a citadel built by elves stood proudly over the land. Peace and well-being prevailed for many ages. Eventually, nobody could remember how their ancestors had come to these lands. The last of the ancient elves fell into a centuries-long sleep. Legend says that one day he would awake and release his people from an evil fate. Finally, a day came when black clouds spread thickly over the elven lands. An ancient evil had come to the world. It was formless, yet whole cities and nations were forced to kneel before its might. Unable to stop the coming of a new era of violence and sorrow, the elves abandoned their lands. It was then that the times of wandering began. The elves set off overseas in search of a new home. Alas, fate did not favor them in this endeavor either. A powerful storm hit them, with waves as high as mountains. Merciless wind and rain tore their ship's sails to pieces. One after the other, the elven ships went down. Only a few survived the storm that night. Fortunately, the ship carrying the sleeping elves' sarcophagus was left intact. The survivors were exhausted and hoped only that their ancient ruler would rise again, as legend foretold. After all, they would need his wisdom if they were to survive in strange lands. Soweit ist die Geschichte also 1:1 wie auch bei dem Hidden Object Game. Also auf in das erste Spiel und mal schauen, wie sich dort die einzelnen Spiele dann spielen und wie hier diese Stufen dann zu bewerten sind. Gut, die Tipps und so weiter sind die gleichen, was ja jetzt nicht sehr schwierig ist. Weil das Muster hier ja doch ziemlich einfach ist. Ups. So, am Anfang kommen wir natürlich erstmal nicht wie gegen diese ganzen Standardsachen sozusagen durch, weil einfach hier diesen Teilen zu folgen. Mal gucken, ob sich die geändert haben. Ne, die sind sogar ziemlich gleich geblieben. Wo es darum geht, letztlich die Kisten entsprechende, also jede von den Kistenarten hat eigene Mechaniken, eigene Minispiele. Damit bin ich ja auch schon aufgestiegen, was ziemlich sinnlos war dann für dieses ganze Energiezeug, weil das natürlich dann gleich wieder aufgefüllt worden wäre. Aber nun gut, das sind sozusagen die Belohnungen, die auch so jeweils mit den 6 Tagen dann aufsteigen. Also dann auf, es gilt 70 Energiepunkte und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil ich werde ja hoffentlich dann bald aufsteigen. Zu verbrauchen und ja, das erste sind wieder hier zur Fischerhütte, wo ich dann die nächsten Sachen einstellen soll. Und ja, hier kann ich jetzt eh noch nicht viel machen. Die Goldmünze habe ich schon bekommen.
Wobei die Szenen hier natürlich sehr viel weniger Effekt haben, weil einfach dann das Spiel draufgelegt wird. Aber gut. Ja, also auf in die Erforschung. Ja, und jetzt? Das Spiel fehlt. Hallo? Sehr lustig. 0 von 18. Hm, prima. Alle bereits abgeräumt. Soll ich jetzt doch das Ruder finden oder was? Hm, das ist ja irgendwie Käse. Also muss ich jetzt doch hier Gegenstände finden. Mir wird nur nicht angezeigt, was ich finden soll. Aber die sind alle nicht da. Also das, was ich von den Bühnenbildspielen weiß, wo hier die überall lagen, da sind definitiv keine von da. Okay, also das ist... funktioniert irgendwas nicht. Also ich probiere jetzt nochmal die Waldhütte zu spielen und gucken, ob hier irgendwas zustande kommt. Aber weder diese Reise hier unten, noch passiert hier sonst irgendwas. Ja, 0 von 0. Ja, irgendwie bleiben die leer. Während hier bei den anderen, also zumindest bei dem hier, wird ein Mahjong-Rätsel angezeigt. Bei denen nicht. Das heißt, irgendwas funktioniert da nicht. Ja, inzwischen habe ich jetzt alle Sachen ausprobiert. Auch ein Neustart hat an der Stelle nicht funktioniert und ich bekomme hier einfach dann nur leere Szenen angezeigt. Warum auch immer, also bei den niedrigstufigen, hier bei dem 20er das gleiche. Dass das irgendwie nicht vernünftig gestartet ist oder nicht starten kann. Hier sehe ich zumindest solche Mahjong Boards, wie sie eigentlich sein sollten. Aber ja, ich habe nicht die Möglichkeit reinzukommen, weil ich da noch vom Level her viel zu niedrig bin, um hier irgendwelche Szenen zu spielen. Und von daher, ja, irgendwo schade. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist oder wieso das Spiel nicht funktioniert. Auf jeden Fall... kein angespielt oder zumindest nicht wirklich angespielt in dieser Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ich hoffe, das nächste Spiel funktioniert. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!